Altria und Omnois Zeugs und Toxois Klymenus Melia Gros Pyrimide der Neirate Reusborge. Toxois, er ist einer der Söhne der Altria und des Omnois, des Königs von Kalydon. Seine Geschwister sind Tyrois, Gorge, Klymenos, Meleagros, Pyrimide und Deianeira. Toxois wird von seinem Vater Omnois getötet, weil er über den Graben seines Weinstocks springt. Klymenos, eines der sieben Kinder von Altia und Omnois. Er besaß keine Nachkommen. Meleagros, mit seiner Frau Kleopatra hatte er eine Tochter namens Polydora. Sieben Tage nach der Geburt von Meleagros erschienen die drei Moiren Pluto, Lachesis und Atropos. Letztere verkündete Altia, dass ihr Sohn lebt, solange das auf dem Herd brennende Holzscheit nicht vom Feuer verzehrt wird. Altia löschte das Feuer und bewahrte das Holzstück auf, um Meleagros am Leben zu erhalten. Bereits in jungen Jahren nahm er als einer der Argonauten mit Lycaon an der Seereise des Erson teil. Er gewann den Preis für das Speerwerfen bei den Leichenspielen des Akastus. Als er in seine Heimat Kalydon zurückgekehrt war, trieb dort der kalydonische Eber sein Unwesen. Artemis, die Gattin der Jagd, hatte ihn ausgeschickt, um Altia und Omnois dafür zu bestrafen, dass sie ein Opfer für sie vergessen hatten. Meleagros rief seine Gefährten zur Jagd zusammen. Die Teilnehmer waren Erson, Castor, Pollux, Idas, Linkois, Peleus, Admetos, Pairitos, Theseus und Atalante. Atalante verletzte das Tier als erste, anschließend gab Meleagros dem Schwein den Todesstoß, Meleagros überließ Atalante das Fell des Tieres, die Brüder von Altia jedoch wurden eifersüchtig und entwendeten die Trophäe. Erzürnt tötete Meleagros daraufhin seine eigenen Verwandten, worauf Altia aus Rache das aufbewahrte Holzscheit verbrannte. Dadurch starb Meleagros wie von Atropos vorhergesagt. Pyrimide Pausanias erwähnt sie unter Berufung auf den Dichter Asius von Samos. Gemeinsam mit Phoenix soll sie demnach die Tochter Astypaleia haben. Deianeira, den Männern feindlich, dieser schenkte daraufhin aus Dankbarkeit dem Omnois den ersten Weinstock. Ihre Geschwister sind Tydeus und Meleagros. Mit ihrem Mann Herakles hatte sie einen Sohn namens Hylos. Deianeiras Schönheit war weithin berühmt, so dass viele Freier nach Kalydon kamen und um sie warben. Omnois entschied, dass derjenige von ihnen Deianeiras Hand gewinnen solle, der sich im Zweikampf zu behaupten vermöge. Herakles stärkster Gegner war der stierköpfige Flussgott Achelous. Doch dieser unterlag dem Herakles, der sie damit gewann. Als sie Kalydon verlassen wollten, mussten sie den gerade Hochwasser führenden Fluss Ioannos überqueren. Der Kentaur Nessus bot seine Hilfe an. Beim Übersetzen von Deianeira versuchte er jedoch, sie zu entführen. Herakles ereilte ihn mit einem seiner mit dem Gift der Hydra bestrichenen Pfeile, und der daran sterbende Kentaur riet Deianeira, sein mit der Liebe zu ihr erfülltes Blut aufzufangen, als ein Mittel, das ihr die Treue Herakles sichern werde. Deianeira glaubte ihm, doch in Wirklichkeit war sein Blut durch den Pfeil vergiftet.
Erst nach Jahren zweifelte Deianeira an der Treue ihres Mannes und bestrich sein Untergewand mit dem Nissos-Blut. Es ließ sich nicht mehr abtun und bereitete Herakles unerträgliche Schmerzen, woraufhin er sich vor Qual auf einem Scheiterhaufen verbrannte. Die erschütterte Deianeira tötete sich anschließend selbst. Tyreus, die Gattung der Fleckenbienen Tyreus aus der Familie der Apidae, ist nach dieser mythologischen Gestalt benannt. Gorge ist verheiratet mit Andraimon, dem Gründer der Stadt Amphissa.